Mein Name ist Alisa Staude und ich bin Medienbeauftragte von den Königlich Privilegierten der Schützengesellschaft und wir befinden uns auf unserem 9. Kunst- und Handwerkermarkt. Dieses Jahr haben wir um die 25 Aussteller und wir wollten damit eine Veranstaltung schaffen, die die Weihnachtszeit einläutet. Wir wollten einfach einen Markt gestalten, wo wirklich das Handwerk im Vordergrund steht. Also letztes Jahr war unser bisheriger größter Markt an der Besucheranzahl und auch dieses Jahr sind sehr viele Leute gekommen. Also generell ist mein Highlight an diesem Markt tatsächlich die Organisation. Ich helfe auch tatsächlich mit, die Aussteller zu finden und mir macht es sehr viel Spaß, ja. Also die Motivation, diese Sachen zu machen, kommt einfach daher, dass ich den Leuten eine Freude machen möchte.
weil wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass das einfach was Besonderes ist. Und das ist das Schönste, wenn die einfach mit einem Lächeln dann weggehen und Freude mit den Sachen haben. Ich produziere diese Sachen, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude dran habe. Und ich bin hier auf dem Markt, um die Leute zu mehr Nachhaltigkeit anzuregen. Die Stofftaschen zum Beispiel kann man anstatt vom Geschenkpapier verwenden. Die Stoffbeutel an der Seite auch als Geschenkverpackung. Die Etuis, man kann alles Mögliche einpacken. Und natürlich die gestrickten Sachen, die auch länger halten als die gekauften Socken, die man im Geschäft bekommt.